Ja, liebe Schulgemeinde der Praxishack Völkermarkt, auch ich möchte einen Beitrag zum österreichischen Vorlesetag leisten. Das neue Leben von Slawomir Mrošek. Ich beschloss, ein neues Leben zu beginnen. Entschieden und unwiderruflich. Blieb nur die Frage, ab wann? Die Antwort ließ keine Zweifel offen. Ab morgen. Als ich am nächsten Tag aufwachte, stellte ich fest, dass ja wieder heute ist, genauso wie gestern. Da ich mein neues Leben morgen beginnen wollte, konnte ich heute kein neues Leben anfangen. Noch ist nichts verloren, dachte ich mir. Morgen wird ebenfalls morgen sein. Und ich verlebte den Tag ruhig, wie immer auf die alte Weise. Nicht nur ohne Gewissensbisse, sondern voller guter Gedanken und gesteigerter Hoffnungen. Aber was sollte ich machen, als am nächsten Tag wieder heute war, ähnlich wie gestern und vorgestern? Das ist nicht meine Schuld, dachte ich, dass irgendein Teufel immer das Morgen in heute verwandelt. Mein Beschluss ist einwandfrei, unwiderruflich. Versuchen wir es noch einmal. Vielleicht wird der Teufel müde und morgen wird endlich morgen sein. Leider war es nicht so. Immer nur heute und heute. Schließlich verlor ich die Hoffnung. Dieses Morgen wird nie kommen, dachte ich. Angesichts dessen könnte man das neue Leben nicht von morgen an, sondern von heute an beginnen. Ich durchschaute aber sofort die Absurdität dieses Gedankens. Denn wenn sich dieses Heute unveränderlich schon seit ewigen Zeiten wiederholt, dann ist das schon sehr alt und jedes Leben heute muss auch alt sein. Ein neues Leben ist ein neues Leben. Möglich ist es nur von neuem, also von morgen an, wenn es ein wirklich neues Leben sein soll. Und ich ging mit dem ganz starken Vorsatz schlafen, dass ich von morgen an ein neues Leben beginne. Denn trotz allem gibt es doch immer irgendeinen Morgen. Und ich wünsche uns allen auch, dass wir bald wieder ein gemeinsames Morgen verleben können. Bis dorthin, passt auf euch auf und bleibt gesund.